Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Plötzlich Digital, die Sprechstunde. Die Sprechstunde wird angeboten und wurde konzipiert gemeinsam von der Stiftung Bürgermut, dort im Programm D3, Socke Digital und Open Transfer, aber auch den beiden Organisationen Coral Aid und Go Volunteer. Und zu Beginn des Jahres haben wir uns mit diesen drei Organisationen an einen Tisch gesetzt und das Format, wie hier jetzt zu sehen, zum 20. Mal der Sprechstunde entwickelt und möchten hier in kurzweiligen 45 Minuten immer verschiedene Tools vorstellen und freuen uns, dass wir heute hier auch Kai Gerten mit dabei haben, der uns das Tool oder eher mal eine ganze Umgebung, Google Workspace, ehemals Google Suite vorstellt und dort alle Anwendungen, die uns dort zur Verfügung stellen, vorstellen wird. Genau, ihr habt während der Sprechstunde jederzeit die Fragen in den Chat zu stellen und ich gebe euch später auch nochmal einen Link. Werdet ihr eine Präsentation? Genau, das können wir auch nochmal im Nachgang klären, ob die Präsentation zur Verfügung steht, euch dann auch zur Verfügung stellen. An dieser Stelle würde ich aber erstmal unseren heutigen Referenten vorstellen, was uns sehr freut, dass wir heute Kai Gerdner mit an Bord haben. Kai Gerdner ist Leiter der IT am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, welches aus einer gesellschaftlichen Perspektive die Digitalisierung, welche alle Lebensbereiche ja durchdringt, an dieser Schnittstelle forscht und dort viele spannende Programme entwickelt hat und Handlungsempfehlungen gibt auch. Und an dieser Stelle würde ich auch an dich übergeben, Kai. Und wie gesagt, an alle Teilnehmer, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu stellen und im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit, diese dann allgemein zu klären mit Kai. Dementsprechend viel Spaß, Kai. Ich freue mich sehr. Ja, hallo, danke für die Einführung. Genau, ich werde heute ein bisschen was zeigen zur Präsentation. Ich werde meine Präsentation natürlich zur Verfügung stellen. Das Ganze wird aber ein bisschen live stattfinden, aber ich glaube, der Zoom-Mitschnitt wird hier dann bestimmt online gestellt, aber das kann Johannes dann später noch sagen. Kurz zu mir, ich bin Informatiker, habe an der HU studiert und bin jetzt seit ungefähr 6 Jahren am Humboldt-Institut. Das Humboldt-Institut wurde gegründet 2011 und Google ist einer der Hauptgeldgeber gewesen am Anfang und immer noch Geldgeber. Genaues dazu haben wir auf der Seite auch zu finden. Dadurch hat sich dann auch so ein bisschen ergeben, dass Google for Education damals verwendet wurde als Lösung für das ganze Institut. Ich kriege hier heute kein Geld von Google oder vom Institut, dass ich das mache, nur als Disclaimer, das ist keine Werbeveranstaltung. Ich mache das halt schon seit ein paar Jahren und da die Kollegen von D3 auf mich zugekommen sind, wollte ich das einfach mal zeigen, was man mit der Google Suite oder Google Workspace alles machen kann. Genau. Dann das größte Thema, was eigentlich bei Google immer im Fokus steht, ist ja der Datenschutz und deswegen das auch ganz klar vorneweg. Datenschutzgrundverordnung, Data Processing Agreements, Privacy Shield, Schrems 2 für die Leute, die so ein bisschen in der Materie drin sind. Das ist alles immer ein bisschen schwierig. Letztendlich muss man sich wie bei allen digitalen Tools halt immer überlegen, welche Daten verarbeite ich, möchte ich, dass meine Daten in der Cloud liegen von einem amerikanischen Unternehmen, wie hoch sind die möglichen Grundrechtseinschränkungen, die dadurch passieren können. Das ist ein sehr großes Thema, da kann man, glaube ich, einen 2-stündigen Workshop zu machen. Aber ich möchte es auf jeden Fall einmal an dieser Stelle gesagt haben, weil das, glaube ich, eins der großen Fragen ist, die immer kommen, wenn Google ist. So. Was sind die Voraussetzungen, um Google for Work zu benutzen? Es ist relativ einfach. Ich habe jetzt für diesen Workshop heute eine Testumgebung eingesetzt. Das hat mich, eine halbe Stunde gekostet. Es braucht eine Kreditkarte, eine eigene Domain, also eine URL, unter der das Ganze erreichbar ist, die dann auch verwendet werden kann für die E-Mails. Für Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützige Organisationen gibt es sogar kostenlose Angebote, die dann mit einem entsprechenden Freistellungsbescheid auch genutzt werden können. Und zur Nutzung,
eigentlich ist jedes Gerät, was irgendwie aufs Internet zugreifen kann und einen Browser hat, selbst Telefone sind da möglich. Aber wenn man wirklich damit produktiv arbeitet, ist ein Rechner oder zumindest ein Tablet schon sinnvoller. Genau. Google Workspace Apps. Google ist, wie schon gesagt, eine große Suite von Daten. Ich habe hier mal so die wichtigsten genommen. Es gab vor einiger Zeit im Oktober ein Rebranding, ein sogenanntes, wo einiges am Design verändert wurde. Da haben sich auch die Symbole geändert, was manche etwas störend finden, ich auch, aber muss man mit leben. Man hat grundlegend die Dienste Mail, was quasi für normale Bürotätigkeiten das Office wäre, genauso wie der Kalender. Es gibt das Google Drive, was viele alternativ Dropbox verwenden. Dann gibt es die Docs, das ist quasi die Microsoft Office Suite so oder das LibreOffice im Vergleich dazu. Und dann gibt es noch Meet, das ist quasi der Kommunikationsdienst für Videokonferenzen, was quasi Skype oder Ähnliches ersetzt. Genau. Wie wir das Ganze machen wollen, ich habe mir gedacht, eine Präsentation, wo man nur durch Folien klickt, ist immer so ein bisschen trocken. Deswegen, man lernt ja sowieso eher durch Zeigen oder Tun. Tun ist ein bisschen schwierig, wenn man das digital macht. Aber deswegen werden wir ein kleines Rollenspiel machen, was ich selber quasi eine andere Person spielen werde, die in einer Organisation neu anfängt und ein paar Tasks übernimmt. Dazu nur kurz zum Rande. Die Organisation nennt sich jetzt einfach mal readingbox.info. Das ist eine Domain, die ich noch zur Verfügung hatte. Genau, es gibt da nicht so viele Leute. Es gibt zwei Teams, eine externe Person, die hier rechts unten aufgeführt sind. Und das Einzige, was dabei noch wichtig ist, die Person Kim, die ich jetzt quasi spielen werde, die ist Admin, genau wie Kai Gärtner, mein alter Ego. Dann fangen wir mal an. Also ich logge mich quasi in Gmail ein, ganz normal. Viele kennen das vielleicht. Man startet mit gmail.com und wenn man noch nicht angemeldet ist, meldet man sich mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort ein. Diese Daten wurden mir vom Admin zur Verfügung gestellt. Für unsere Organisation ist das Vorname at die Domain, also readingbox.info. Und dann finde ich hier auch schon einige E-Mails drin, eine Willkommensmail, wo mir gesagt wird, dass die Person gerade nicht da ist, die mich einarbeiten soll. Aber sie hat mir netterweise ein Dokument zur Verfügung gestellt, wo meine Tätigkeiten drin sind, die ich jetzt mal abarbeiten werde in dem Fall. Und das Erste ist, man fängt an, sich ein bisschen den Arbeitsplatz schön zu machen, zum Beispiel eine Signatur einzurichten. Das funktioniert ganz einfach. Jeder, der schon mal sein E-Mail-Konto in Outlook integriert hat, wird das bestimmt schon ähnlich gesehen haben. Signaturen sind quasi das, was immer unten an der E-Mail angehangen wird, wenn ich etwas verschicke. Google for Work oder Google Workspace bietet auch die Möglichkeit, dass man Signaturen für die gesamte Organisation einrichten kann. Das ist ein bisschen komplizierter, aber theoretisch machbar. Das heißt, jeder, der in der Organisation ist, hat dann quasi schon zum Beispiel die Adresse der Organisation unten drin, irgendwelche interessanten Termine oder Projekte oder Publikationen. So, ich habe mir eine Signatur eingerichtet. So, ich mache das hier mal ein bisschen größer, damit man das vielleicht besser erkennt. Dann soll ich mir E-Mails von einer anderen Person anschauen, die im Urlaub ist. Dafür gibt es das sogenannte Delegieren. Und dann schauen wir mal kurz hier. Da gibt es eine Nachricht, hat mir einen Zugriff auf ihren Account gegeben. Das kann ich bestätigen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie schnell das geht. Na. Seine Abwesenheitseinstellung. Ja,
Das ist, wenn man etwas unkonzentriert ist und eine Abwesenheitseinstellung statt einer Signatur einstellt. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt haben wir auch eine Signatur. Und jetzt hat es auch funktioniert. Ich kann hier die bevollmächtigte Person vertreten. Das heißt, ich klicke rauf und ich kriege von der Person ihr Postfach angezeigt. Ich kann in ihrem Namen E-Mails schreiben. Und könnte somit quasi eine Person vertreten, die gerade im Urlaub ist. Genau. Diese schönen Aufgaben, die hier drin stehen, kann man dann wegklicken. Das ist so eine dieser grundlegenden Funktionen für die Zusammenarbeit, dass man Kommentare setzt, Leute markiert, Aufgaben zuweist. Genau. Dann soll ich einen Account anlegen, damit wir das auch mal gesehen haben, wie man Nutzer verwaltet, die Nutzerverwaltung. In Google ist auch relativ einfach. Zentral wird eigentlich alles in Google mit der E-Mail-Adresse gemacht. Man braucht also keinen zweiten Account. Es ist ein bisschen vergleichbar wie mit Live-Accounts bei Office 365 oder Active Directory-Accounts, wenn man solche Dinge im Einsatz hat. Dann könnte ich hier einen neuen User anlegen. Johannes muss heute leider daran glauben. Genau. Ich könnte jetzt auch ein anderes Passwort vergeben, aber ich lasse das hier mal auf Standard. So, dann kann ich ihm seine Anmeldedaten auch gleich zuschicken. Kann mir auch noch eine Kopie schicken. Und dann hat Johannes jetzt eine E-Mail bekommen, mit der er sich dann anmelden kann und seine Dinge nutzen kann. Ja. Hier kommt jetzt die Test-E-Mail. Das hat funktioniert. Wir bekommen noch eine Info, dass ich Johannes eingerichtet habe. Diesen Punkt habe ich auch erledigt. Ich habe auch, wenn ich die Adresse von Johannes jetzt nicht im Kopf gehabt hätte, hätte ich auch quasi das Adressbuch von der anderen Person nutzen können. Man kann Kontakte teilen. Hier hat mir Kai Gärtner einen Kontakt freigegeben. Da steht jetzt noch nicht viel drin, das könnte man dann noch bearbeiten. Aber so kann man auch quasi sein eigenes Adressbuch mit anderen teilen. Genau. Das haben wir auch geklärt. So. Dann sagt Kai, ich soll mir hier eine wiederkehrende Aufgabe machen, um mich daran zu erinnern, dass ich in den Posteingang von Irina schaue. Dafür haben wir hier an der Seite schon mal drei Tools, Kalender, Notizen und Aufgaben. Man kann hier noch andere Drittanbieter benutzen, die dann hier integriert werden. Aber jetzt machen wir erstmal die Aufgabe. Machen uns das ein bisschen größer, damit man ein bisschen was sehen kann. Das wiederholen wir einmal am Tag. Wir können auch noch eine Uhrzeit festlegen, sagen wir 12 Uhr. Genau. Und dann ist diese Aufgabe
täglich für mich da, ich werde daran erinnert und heute habe ich sie erledigt, kommt dann nächsten Tag wieder. So. Dann soll ich einen Newsletter gegenlesen, den schon jemand vorgefertigt hat. Man sieht hier, man kann immer schön Dateien verknüpfen und dann gibt es, wenn man etwas länger mit der Maus darüber bleibt, sogar eine kurze Vorschauanzeige und sieht auch, ob man Zugriff hat oder nicht. Dann kann ich hier mir den Newsletter-Text anschauen. Das ist relativ analog zu Microsoft Word. Man kann Kommentare setzen, man kann Änderungen vorschlagen. Hier wurde eine Änderung vorgeschlagen, dass etwas gelöscht werden soll. Das kann ich akzeptieren, dann ist es weg. Hier ist ein Kommentar. Ich könnte jetzt hier drauf noch eine Antwort schreiben. Die Person würde dann benachrichtigt werden über meinen Kommentar, den ich dazu geschrieben habe. Und wird auch darüber informiert, wenn ich die Aufgabe erledigt habe. So, und jetzt soll ich einen Newsletter vorbereiten am 1.12. Ich soll es aber über info@ verschicken. Das ist ja manchmal auch wichtig, dass man als Organisation nicht mit einer Adresse schickt, sondern nicht mit der personalisierten Adresse schickt, sondern mit einer allgemein wie Info oder Post oder ähnliches. Und dafür kann man sich dann hier auch eine Adresse einrichten. So. Die füge ich jetzt hinzu. Dann setze ich eine neue E-Mail auf. Die schicke ich ab als die andere Person. Das ist jetzt hier aufgetaucht. Und ich schicke sie an eine Gruppe, die heißt Newsletter. Und was auch sehr schön ist bei Google, man kann mit Copy und Paste auch die Formatierung und Bilder übernehmen. Man muss sich da jetzt keine großen Gedanken machen in vielen Fällen. Genau. Dann kann man das Senden planen. Ich soll das am 1.12. verschicken. Machen wir irgendwie 12 Uhr. Dann wird die Nachricht jetzt noch nicht verschickt. Sie taucht hier als geplant auf, wird aber erst zu dem Zeitpunkt verschickt, wo sie eingestellt ist. So, Johannes soll auch noch in die Gruppe Newsletter eingetragen werden. Das können wir auch noch machen. Newsletter ist eine Gruppe. Es gibt so etwas wie Mailverteiler. Es ist nicht ganz wie Mailchimp. Ich werde dazu dann später noch was sagen. Das sind jetzt erstmal nur Mailinglisten, wo jeder, der drin ist, schreiben kann. Oder hier in dieser Newsletter-Gruppe ist es so, dass nur Berechtigte schreiben dürfen. Das sieht man hier rechts. Elisabeth Enders ist in dem Fall eine externe Person. Die bekommt zwar E-Mails, aber schreiben dürfen erstmal nur die beiden Personen. Und auch hier sieht man, ich kriege quasi schon vorgeschlagen, wenn ich anfange, Johannes zu tippen, meine ich jetzt die aus meinem Adressbuch, die Adresse, oder meine ich seine Adresse hier in der Organisation. Also nehmen wir die in der Organisation. Er ist ein ganz normales Mitglied. Möchte ich ihn zum Manager machen, hätte ich ihn hier eingetragen, oder hätte ich ihn zum Inhaber gemacht, hätte ich ihn hier eingetragen. Ich kann ihm noch eine Willkommensnachricht schicken. Ich kann einstellen, ob er Tagesübersicht, Zusammenfassung oder jede E-Mail bekommt. Ich füge ihn jetzt einfach mal so hinzu. Und er würde dann am 1.12. quasi diese Nachricht bekommen, wie alle anderen Mitglieder. So, haben wir auch das erledigt. Dann soll ich noch Termine erstellen. Da schauen wir uns jetzt mal den Kalender etwas an. Auch hier ähnlich wie der Kalender von Outlook.
Ich snap mir das hier mal nebeneinander, damit ich das besser sehen kann. Ich hoffe, damit wird es nicht zu klein. Ich soll einen Termin für Team 1 am Mittwoch nächste Woche anlegen. Also gucke ich hier. Mich stört gerade noch, dass das am Sonntag anfängt, aber das kann man sich dann individuell anpassen. Ich könnte hier jetzt einen Termin erstellen, Team 1. Und ich möchte hinzufügen, Team 1, das ist auch eine Mailingliste. Aber das hat den Vorteil, ich brauche nur einmal eintippen und ich sehe hier, wer wann verfügbar ist. Hier ist jemand. Hier kann ich dann auch noch die Verfügbarkeiten der Personen anzeigen. Ich bekomme auch Zeitvorschläge, wann diese Personen Zeit haben. Sagen wir 13 Uhr. Und dann machen wir mit einem Google Meet Raum. Der Link wird hier erzeugt. Das ist Standard, dass man Online-Termine gleich dazu bekommt. Und wenn ich den jetzt speichern würde, dann werden alle benachrichtigt oder halt auch nicht. Aber ich möchte jetzt in dem Fall alle Teilnehmerinnen benachrichtigen, dass da ein Termin stattfindet. Also habe ich das auch geklärt. Wir können das auch gerne nochmal prüfen, weil jetzt müsste Irina ja eine E-Mail bekommen haben. Genau, sie wurde eingeladen zu einem Termin. Hier steht der Termin. Sie kann zusagen, absagen oder vielleicht. Das funktioniert soweit auch. Hier sehen wir auch die Benachrichtigung der Kommentare, die ich geklärt oder kommentiert habe. Immer mit direkt dem Link zum Dokument. Dann soll ich einen Termin am Dienstag anlegen für den Video-Meeting-Raum. Dann machen wir hier mal einen für Team 2 und eine externe Person. Das ist Elisabeth in dem Fall. Und jetzt wollen wir einen Raum hinzufügen. Wir haben hier Räume zur Verfügung, sehen, wo die sind. Das ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt noch keine reinen Online-Räume in Google. Deswegen muss man da ein bisschen tricksen, den Raum quasi in dem Gebäude, wo auch die anderen Räume sind, verorten. Aber man kann ihn ja entsprechend benennen und die Teilnehmerzahl hochsetzen. Das wäre jetzt quasi der Meetingraum. Ich habe einen, das kann ich jetzt wegnehmen, weil der Meetingraum extern läuft. Ich könnte jetzt noch einen schönen Titel geben. Ich kann hier jetzt dann zum Beispiel den Link für diesen Meetingraum noch hinzufügen. Ich könnte hier auch noch eine Agenda anhängen. Und dann haben wir auch das. So. Und damit man das mit der Verfügbarkeit nochmal besser sieht, machen wir das nochmal hier. Habe ich schon was vorbereitet. Jetzt taucht hier im Hintergrund, sieht man das vielleicht, ein Termin auf, dass Kai an dem Tag beschäftigt ist. Und die Person Elisabeth auch beschäftigt ist. Also könnte ich hier schon keinen Termin nehmen. Und mir schlägt Google auch schon vor, dass ich dann halt dann im Anschluss einen Termin mache. So kann man relativ gut auch Termine vereinbaren. Jetzt habe ich keinen Titel gegeben. So viel erstmal zu dem Termin machen. Dann habe ich jetzt noch die Aufgabe bekommen, dass ich eine Präsentation anlegen soll für ein Meeting von Team 1 und Team 2. Dann gehen wir mal in die Präsentationen. Kann ich mir auch noch erklären lassen, wie das genau funktioniert. Ich habe ein paar Vorlagen, die ich benutzen kann. Ich nehme jetzt einfach mal so eine Standardvorlage dafür. Und dann kann ich die an entsprechende Personen freigeben.
Auch hier kann ich wieder entweder einzelne Personen nehmen oder ganze Gruppen von Personen, je nach Team. Kann auch einstellen, ob die Person nur anschauen darf, ob sie Kommentare schreiben darf oder ob sie bearbeiten darf. Nochmal kurz. Und Johannes sollte ich auch noch hinzufügen. Genau. Die Personen bekommen dann auch wieder eine E-Mail. Wenn ich jetzt feststelle, ach, Johannes soll gar nicht mitarbeiten, der soll ja eigentlich nur kommentieren dürfen, weil er extern ist, dann kann ich das im Nachhinein auch immer noch ändern. So. Ansonsten, die Bearbeitung ist in den Google Docs, sei es jetzt Tabellen, Präsentationen oder Dateien, eigentlich sehr stark an bekannte Office-Programme angelehnt. Man kennt diese Symbole, hier die Ausrichtung, Formatierung mit Aufzählung, Schriftarten, es gibt bestimmte Vorlagen für Formatierung wie Überschriften. Es ist sehr stark an bestehende Office-Programme angelehnt. Da muss man sich nicht groß neu einarbeiten. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch für Aufgaben? Eine Tabelle vorbereiten mit der Agenda. Nur damit wir es mal gesehen haben, wie die Tabellen aussehen. Das ist halt quasi ganz normal, auch hier wieder mit Vorlagen, Excel ähnlich. Genau. Man kann das Ganze im Drive dann auch sortieren. Jeder, der schon mal mit Google Drive gearbeitet hat, wird es vielleicht kennen. Man hat seine Ablage. Hier kann man dann Ordner anlegen. Ich nenne den Ordner jetzt mal Teamklausur. Und hier schiebe ich die Datei hin. Die Datei schiebe ich auch dahin, damit wir das alles an einem Ort haben. Und ich kann mir das im Drive dann auch angucken. Dann habe ich hier den Ordner Teamklausur. Und den kann ich ebenfalls freigeben für bestimmte Personen. Kann auch einzelne Dateien darin abweichende Zugriffsrechte geben. So, Jamboard ist quasi das Miro-Äquivalent. Wer beim letzten Mal dabei war, hat ja vielleicht schon ein bisschen was von Whiteboards gesehen. Kann man hier sich quasi ein Whiteboard anlegen, auf dem man dann schreiben kann, kommentieren kann, Bilder machen kann. Ist für die Kooperation manchmal ganz nett, wenn man die entsprechenden Geräte dafür hat. Gut, aber ich will das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Fragen beantworten. Deswegen schaue ich mal, wie weit wir auf unserem Zettel sind. Ach ja, eins noch, Abfrage soll ich noch machen. Es gibt, wer mit Webforms schon mal gearbeitet hat, auch die Möglichkeit, Formulare zu erzeugen, wo man bestimmte Dinge abfragen kann. Hier habe ich mal eins für dieses Team-Meeting angelegt, das am 28.12. stattfinden soll, fiktiver Zeit. Hier habe ich eine Draw-Liste, aus der ich Sachen machen kann, aber das lässt sich am besten schon mal in der Vorschau zeigen. Den Link könnte man dann verschicken. Fragt die Leute, wie lange es dauern soll, wann es den Leuten am besten passt, hat halt eine klassische Skala von 1 bis 5. Dann hat man die Möglichkeit, hier anzugeben, wie man teilnimmt. Das ist quasi eine Checkbox mit nur einer Auswahlmöglichkeit. Auch hier kann man dann noch Konditionen eingeben. Wenn wir zum Beispiel sagen digital, komme ich direkt zum Absenden. Wenn ich sage analog, wird mir auch noch mal eine Frage gestellt, was möchte ich essen? Hier haben wir dann mal eine Multiple-Checkbox und die kann ich dann absenden. Das Ganze wird dann gesammelt in der Excel-Tabelle, die ich mir dann übersichtlich anschauen kann. Genau. Das ist auch für Externe möglich, da braucht man jetzt auch keinen Google-Account für, wenn man es öffentlich einstellt.
Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich hoffe, es war nicht zu schnell und man konnte mir folgen und wir springen in die Fragen. Wie siehst du das, Johannes? Ich sehe das erstmal als eine wunderbare Produktvorstellung, also Produktvorstellung, aber ein sehr gutes Vorgehen mit dem Planspiel, wie du es entwickelt hast. Erstmal dafür vielen, vielen Dank, Kai. Und genau, ich würde jetzt direkt in die Fragen mal reinspringen und merke schon, dass der Kalender auf jeden Fall ein Bestandteil ist, wo noch ein paar Fragen stehen. Ich würde kurz die erste Frage hierzu von Ingrid. Wie kann ich sinnvoll den Kalender nutzen, um mir Termine mit anderen auszumachen, sodass sie aber nicht gleich in meinem Kalender zu sehen sind? Ich hätte gern, dass Leute, die nicht bei Google Suite sind, mir mehrere Optionen in den Kalender eintragen können, an denen sie Zeit haben. So, ich muss das kurz einmal so wortwörtlich vorlesen. Danke. Ob es die Möglichkeit gibt, weil ich kenne sie bisher leider auch nicht und würde mich freuen, ob du dadurch was weißt. Mit den externen Leuten, das ist schwierig. Da habe ich auch jetzt nicht so viel Erfahrung. Ich weiß, dass es da auf jeden Fall Drittanbieter gibt, die solche Dinge anbieten. Aber für Personenvorschläge, die nicht in meinem, also die keinen Google-Account haben, ist es, glaube ich, sehr schwer. Man kann für Leute, die in meinem Google-Account sind, durchaus einstellen, was die Leute sehen sollen. Das können wir uns hier gleich mal angucken. Hier ist mein Kalender, mein Standardkalender. Und da kann ich bei Einstellung für Freigabe zum Beispiel einstellen, also Test-NGO wäre jetzt die Organisation Reading Box. Da kann ich einstellen, sollen Sie nur sehen, wann ich verfügbar bin oder alle Termindetails. Wenn ich das jetzt machen würde, würden meine Kolleginnen und Kollegen nur sehen, da ist die Person verfügbar oder nicht. Dann kann ich den Link freigeben. Könnte ich auch externen Personen freigeben, die sich das dann anschauen können. Aber ob die dann mir auch einen Vorschlag machen können, da muss ich nachgucken. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif Ja, nicht Ingrid, die gibt auch noch die Information nach, also dass auch die anderen Personen in diesem Falle zwar einen normalen Google-Account hätten, E-Mail-Account, aber kein Workspace in dem Sinne. Das Aber ist es, nicht das Problem. ja. Das kann man machen. Also ich könnte jetzt hier mal spaßeshalber meinen Institutsaccount benutzen und dann sagen, nur Verfügbarkeiten. Ja, ich kann gar nichts anderes machen, weil es eine externe Person ist. Sehen Sie, da, so schlimm ist es manchmal gar nicht. Kann ich der Person das schicken? Und die dürfte dann sowieso nicht, weil sie nicht zu mir gehört, also zur Organisation gehört, mehr sehen als die Verfügbarkeit. Okay, super. Also dementsprechend könnte Ingrid ihren Kalender dann für externe Personen, also auch für andere Personen, so freigeben, Genau. dass sie dann auch sehen, okay, wann was Genau frei das ginge. wäre. Das ist ja schon mal etwas. Und dann hatte zu dem Kalender noch Carola eine Frage. Es ist richtig, dass man von allen Mitarbeitenden natürlich den Kalender dann sehen kann. Und es ist auch möglich, einen Gesamtkalenderüberblick zu bekommen von allen Mitarbeitenden. Also, das ist irgendwie zusammengefasst. Das kann man machen. Man kann Kalender abonnieren. Also angenommen, ich möchte hier von Kai den Kalender mit standardmäßig angezeigt haben, dann wird der mir hinzugefügt. Und dann gehe ich hier wieder zurück und dann habe ich hier unten den Kalender von Kai. Der ist heute von 11 bis 12 beschäftigt, weil er hat einen Workshop. Der wird auch in einer anderen Farbe dargestellt als meiner. Das ist jetzt farblich hier ein bisschen unschön, weil das natürlich zwei Blautöne sind. Das wollen wir natürlich ein bisschen anders haben. Machen wir so, dann sehen wir das ein bisschen besser. Wenn der mir zu viel wird, dann trage ich den aus. Das Gleiche funktioniert übrigens auch mit den Ressourcen. Ich hatte ja von die Räume gezeigt. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte einfach mal alle Räume, die wir zur Verfügung haben, mit in meinen Kalender aufnehmen. Dann wird es hier schon ein bisschen bunter und in der nächsten Woche noch mal ein bisschen bunter. Hier sind meine Tasks, die möchte ich mal kurz ausblenden. Dann habe ich hier den Meetingraum 1, den digitalen, den nehme ich mal raus. Und ich könnte jetzt auch quasi hier direkt in die Meetingkalender etwas eintragen. Ja, ich hoffe, das beantwortet das. Und dann hatten wir noch die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen der kostenlosen Variante für Non-Profit oder der Bezahlversion. Gibt es da Einschränkungen?
Da gibt es bestimmte Einschränkungen. Ich glaube, für den Normalbetrieb sind die erstmal nicht groß von Relevanz. Das Einzige, was mir einfallen könnte, ist beim Drive. Es gibt hier halt die Möglichkeit, ab einem bestimmten Level auch geteilte Ablagen noch zu erstellen, zusätzlich zu den privaten Ablagen einzelner Personen. Da kann man dann ganzen Teams quasi die Eigentümerschaft eines Ordners zusprechen. Das hat den Vorteil, wenn man Organisationen hat, wo häufig die Mitarbeiterinnen wechseln, dass man dann einfach sagt, solange noch eine Person da ist, die diesem Team angehört, bleibt dieser Ordner bestehen. Man muss sich keine Gedanken machen über das Übertragen von Daten. Ansonsten kenne ich aus meiner Arbeit jetzt keine größeren Einschränkungen. Google hat halt eine sehr breite Produktpalette, was dann bis hin zur App-Entwicklung und Webseitenerstellung geht, müsste man mal genau schauen, was die Unterschiede sind. Also das hier ist ja die quasi niedrigste Version, die man bekommen kann. Da ist mir jetzt bis auf das mit den Ablagen noch nichts aufgefallen, was fehlen würde. Genau, da kommt jetzt auch noch mal der Nachgang dazu. Carola, gibt es für Zoom-Räume, genau das hatten wir jetzt ja gerade dargestellt, dass man das, den Titel anders benennt, dass unter Raum läuft, aber so gesehen natürlich, dass man dann sehen kann, wann ist der Zoom-Raum belegt, wann ist er frei. Und das ist ja genau das, was wir eben in der Kalenderübersicht hatten, dass man dort unter dem Feld Ressourcen das ja dann anzeigen kann. Genau. Also bei Zoom, ja, das Problem ist, dass Zoom ja etwas, also eigentlich ja seine Räume oder seine Meeting-Accounts an Personen bindet. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da würde ich jetzt aus bestimmten Gründen vielleicht nicht zu tief einstellen, aber sagen wir es so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich bin derjenige, der immer die Zoom-Account hat und die Meetings aufsetzt bei mir, kann ich auch meinen Google-Kalender verknüpfen mit diesem Zoom-Account und sagen, ich habe einen Termin gemacht für dann und dann, trage mir das gleich in meinen Kalender ein und kann dann auch einstellen, in welchen Kalender das exportiert wird. Könnte mir dann quasi in meinem Kalender noch einen neuen Kalender hinzufügen und sagen, ich habe jetzt einen neuen Kalender, der heißt Zoom-Meetings und dann können alle sehen, wann Zoom-Meetings aufgesetzt sind. Das wäre möglich. Aber da muss man dann sehen, wie die Ja, Einstellungen verknüpft aber werden. auch im Umkehrschluss, also jetzt nochmal so persönlich für mein Verständnis, beispielsweise, wenn wir ja jetzt 5 Zoom-Räume zur Verfügung haben und jeder in der Organisation darf diese Zoom-Räume darf dort Meetings anlegen, reicht es dann nicht auch aus, wenn ich dann unter dem Termin die Ressource, also sage, ich bin in den Raum, also wenn ich sage, das wäre jetzt im Meetingraum 1, dass dann andere Leute sehen, okay, ich kann jetzt aber nicht den Zoom-Call dort einrichten. Also wenn ich einen Termin erstelle, sehe ich, welche Ressourcen ich frei habe. Also wo kann ich dann meinen Zoom-Call dann erstellen? Genau. So in die Richtung von der Anbindung. Ich meinte nur, dass man das eigentlich auch lösen kann, ohne jetzt Google mit Zoom zu verknüpfen, oder? Also ich glaube, der einfachste, also das ist dann der manuelle Weg, dass man sich dann so eine Ressource anlegt oder man nimmt halt eins dieser Plugins und man sieht ja hier schon, dass gerade Zoom, Webex, Jitsi und so weiter sehr stark schon beworben werden. Also da gibt es Plugins, die dann genau diese Aufgaben machen. Also und ich glaube, ja, das sehe ich hier so ziemlich alle größeren Anbieter von Konferenzen. Das sind dann halt so diese Zusatz-Add-ons. Der Vorteil bei Zoom oder Ähnlichem ist, dass man seinen Google-Account halt auch immer als Login benutzen kann für andere Services. Also dann hat man einen Account, über den man das macht. Das ist gerade für Organisationen recht praktisch, weil wenn man weiß, dass die Person geht, dann wird sie diesen Account auch irgendwann aufgeben und dann ist das auch nicht mehr so die Frage. Und bei Zoom gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass man quasi sagen kann, ich habe folgende User in meiner Workspace-Gruppe, importiere mir die alle mal. Genau, dann kam noch von Carola bezüglich der Tasks. Wenn ich Tasks erstelle, kann ich sie auch an andere Mitarbeitende weitergeben, also das so gesehen markieren, dass man da zusammenarbeitet oder die Person da die Benachrichtigung bekommt und ich so gesehen die Tasks meiner Mitarbeitenden füllen kann. Ich glaube, bei Tasks ist das nicht so ohne weiteres möglich. In Dokumenten kann man das immer machen. Also man kann hier quasi immer einen Task für jemanden einrichten.
also eine Aufgabe zuweisen in dem Sinne. Bei Tasks. Ich muss gestehen, ich benutze Tasks auch nicht stark in meiner alltäglichen Arbeit. Deswegen sind mir auch nicht alle Funktionen Auch nicht. geläufig. Aber ich hatte das jetzt Ja. beim Ausprobieren nicht gesehen, nur bei Notizen. Ich glaube nämlich auch nicht. Also ich kenne es, also wird bei uns auch nicht so stark benutzt in der Organisation. Wir selbst nutzen auch den Google Workspace, aber Task ist eher was Persönliches, denke ich. Also ich kenne es sehr gut im Postfach, dass man E-Mails markieren kann und sie direkt als Task auch rüberziehen kann. Das finde ich ein ganz nettes Feature. Aber ich habe es bisher auch noch nicht kennengelernt, dass man Tasks an andere Mitarbeitende vergeben kann. Ich glaube, das geht dann schon ein bisschen weiter. Wenn du jetzt oben in der Leiste kannst du das nämlich verschieben als Task. Task Genau. hinzufügen, könnte Ja. man jetzt. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt haben wir noch die Möglichkeit. 5 Minuten haben wir noch. Wie heißt das Plugin, mit dem Zoom den Google Kalender verknüpfen kann? Wo findet man es erstmal? Vielleicht könntest du da nochmal, Carola hat da nochmal eine Nachfrage. Also es gibt hier in Gmail. Gmail ist immer so ein bisschen der Startpunkt für eigentlich alles, was man macht. Und hier bei den Add-ons gibt es dann die Möglichkeit. Wir können mal gucken, ob ich das direkt verwenden kann. Ja, kann ich hier auch auswählen, ob für den Kalender oder. Genau. Es kann sein, dass das nur ein Admin machen kann, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, es ist freigestellt, dass man sich selber Tasks hinzufügt. Wie das genau heißt, ich habe es jetzt auch nur hier aus dem Marketplace quasi genommen. Also ich kann bestätigen, also wenn man gerade den Weg geht, wird es eigentlich als erstes Add-on angezeigt. Also ich glaube gerade bei Achso, sehr mit vielen dem. Personen der Use Case, ja. Der Newsletter war, glaube ich, noch so eine Frage. Genau, da gab es noch eine Frage, ob der mit Genau. Mail. Es ist natürlich nicht wie Mailchimp. Das ist wirklich mehr so für Rundmails gedacht, was man damit machen kann. Das liegt zum einen daran, dass man jetzt Auswertungen wie Klickanalysen, wer welchen Link geklickt hat, wie bei Mailchimp oder ähnliches, nicht hat und dass auch irgendwo ein Limit ist. Also wenn man 10.000 Leute anschreiben möchte, dann sagt Google auch irgendwann, dafür sind wir nicht da. Das ist dann schon in Richtung Spam. Da gibt es irgendwo eine Grenze und ich glaube, die liegt irgendwo bei so 1.000, 2.000 Leuten. Ja, wenn man wirklich einen professionellen Newsletter einsetzen möchte, empfehle ich einen anderen Anbieter dafür. Weil man auch in der Designmöglichkeit mehr Freiheit hat. Aber so für kleinere Rundmails, wenn man jetzt noch so im Bereich bis zu 100, 200 Leute ist, finde ich, kann man das machen. Jeden Fall. Also gerade für intern, also mehrere Teams, Newsletter und ähnliches kenne ich auch als sehr guten Use Case. Genau, liebe Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Noch haben wir die Möglichkeit. Genau, Ingrid hat noch angesprochen, warum wir von Zoom-Meetings gerade so häufig gesprochen haben und nicht Meet nutzen. Also ich kann da nur meine persönliche Erfahrung, also das Meet für ein Zweier-, Dreier-Gespräch noch gut funktioniert. Aber ab einer gewissen Größenordnung leider da halt eben nicht mehr mithalten kann, halt eben von Qualität, dass dann andere Anbieter wie gerade dort aufgelistet Zoom, BigBlueButton, Jitsi dort schon oder Webex, andere Videokonferenzsysteme stabiler laufen. Ich weiß nicht, ob Ja. du die Erfahrung dort hast, aber bisher nutzen wir es bei uns nicht. Ja, ab 7, 8 Leuten merkt man bei Meet relativ schnell, dass es sehr pixelig wird, dass es nicht so schön ist. Also da laufen andere stabiler. Google will halt vieles und schafft halt manches nicht so gut wie andere. Und ja, hat dafür aber irgendwie alles, aber alles nicht ganz so gut wie die Marktführer. Ja, das ist ja voll. Aber insgesamt kann ich bestätigen, dass so die Arbeitsumgebung, also Google Workspaces Angebot, einen sehr schnellen Start ins kollaborative Arbeiten für ein Team gibt und dort auch sehr viele Möglichkeiten gibt. Genau. Super. Dann würde ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank, Kai. Das war eine wunderbare Einführung. Genau. Auch die Teilnehmer bedanken sich sehr herzlich bei dir und das freut uns.
Die Zusammenfassung, den Videomitschnitt gibt es auf der Seite. Ich poste euch hier nochmal den Link. Da habt ihr auch die Übersicht aller vorherigen 19 Sprechstunden. Und es geht weiter dann am 11. Dezember. Es müsste der Freitag in 2 Wochen sein. Und da kriegt ihr noch eine genaue Information, da es auf die Weihnachtszeit zugeht. Und wir überlegen es da gerade als Organisationsteam. Natürlich keine Weihnachtsfeier, aber wie wir so das Jahr abschließen können, weil das dann auch die letzte Sprechstunde in diesem Jahr sein wird. Und von daher gibt es da noch eine genaue Info. Aber nochmals vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart und ganz besonderen Dank an dich, Kai, dass du dir solch eine Mühe gegeben hast, uns ein tolles Planspiel aufzusetzen und uns einen tollen Einblick in den Workspace von Google gegeben hast. Vielen Dank. Gerne.